Und jo, ich freue mich, wenn wir da zusammen wieder fahren können. Und das ist jetzt ja ziemlich genau in einem Monat. So, guten Tacho, Guys and Birds. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt euch ja endlich wieder einen Motorvlog gewünscht. Wird wohl nur ein ganz kleines Video. Viel fahren werde ich jetzt nicht. Aber wir haben jetzt, warte mal, gestern war Karfreitag. Heute mal eine ganz kleine Runde. Ja, keine Ahnung, was ist jetzt in letzter Zeit alles passiert. Ich schraube halt viel an meinen Mercedes rum. Da ist jetzt auch schon das ein oder andere Video online gekommen. Ja, jetzt wird das Wetter aber auch wieder besser. Jetzt werden auch wieder Motorvlogs kommen, ganz klar. Aber ihr habt euch ja gewünscht, ich glaube es war sogar gestern, Karfreitag, oder war es heute Morgen, ne, gestern, ob ihr Motorvlogs vermisst. Und jo, war halt fast einstimmig. Deswegen mal schnell aufs Bike. Oh, ich muss tanken. Das ist jetzt aber, ja. Es war sehr knapp. Wirklich sehr, sehr knapp. Reserve war nämlich schon, der war schon am Zucken. Also ich war schon am Stottern, als ich hier ankam. Egal. Hat aber noch geklappt. Oh, was kommt denn da? Alter Volvo. Schönes Ding. Auch sehr schönes Wetter. Geiler Volvo, ehrlich. Cool Moto ist mit seiner Truppe vorhin an mir vorbeigefahren, also an meiner Haustür. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was ist so die letzte Zeit passiert? Ja, ganz viel am Mercedes geschraubt, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, jetzt werden noch ein paar Sachen hier gemacht. Der Deckel wird jetzt bald lackiert hier. Der Seitendeckel, der ja grün ist, oder was ist das für ein Grünton auf jeden Fall. Ja, ein paar Kleinigkeiten hier, die ich noch machen muss. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt rechts blinke, das nervt mich, dass die Leuchte hier nicht geht, und muss ich mal alle Lampen mal durchchecken, ob die funktionieren oder nicht. Sowas zum Beispiel, damit ich den rechten Blinker auch nicht mehr vergesse in Zukunft. Das gibt eine Anzeige. Ja, was danach kommt, ist auf jeden Fall der andere Auspuff hier an dem Eisenschwein, den ich ja schon ewig zu Hause rumliegen habe. Anderer Lenker weiß ich noch nicht. Ich habe mich jetzt auch schon so langsam dran gewöhnt an den Lenker und passt eigentlich soweit. Ich wollte ein Stückchen höher vielleicht noch, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mit dem Scheinwerfer bzw. mit der H4 LED-Lampe bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Aber das muss sowieso, der scheint irgendwie ganz weit rechts und ganz weit vorne. Der muss einfach mal richtig eingestellt werden. Mal gucken, wie es dann aussieht. Also im Dunkeln sehe ich hier nichts von dem Licht, obwohl das LED ist. Ich denke erstmal Einstellungssache. Ist aber so komisch gemacht da. Scheinwerfer einstellen hier bei dem. Ja, jetzt ist der Frühling richtig rausgekommen. Vor ein, zwei Wochen war hier noch gar nichts grün. Also jetzt kommt es richtig raus. Leute, richtig geil. Wetter heute, was haben wir jetzt, 18 Grad vielleicht. Ich habe jetzt auch nur wieder meine Sommerbekleidung an. Aber gut, ist eh nur eine kleine Runde. Ich werde jetzt hier keine großen Kilometer reißen. 20, 30 Kilometer vielleicht, dann muss ich sowieso wieder auf den Pott. Hingekackt und hingeschissen. Aber egal. Ja, nachher ein bisschen kleines Osterfeuerchen machen zu Hause. Irgendwie verbringt ihr Ostern, ich hoffe ja natürlich auch mit euren Liebsten. Und ja, so mache ich es auch. Ah, macht aber direkt wieder Spaß, hier mit Carrie durch die Gegend zu tuckern hier. Mal wieder alles ein bisschen durchputzen und so. Und mal wieder alles ein bisschen aufpolieren, damit ihr wieder frisch aussieht. Ich war sogar mal ernsthaft im Überlegen, das komplette Motorrad einmal über zu lackieren. Ah, ich freue mich schon, wenn ich hier die anderen Auspuffplätze drauf habe. Ich finde, auch so hört die sich geil an. Aber wenn wir dann mal mit ein paar Harleys fahren oder so, dann bin ich der Leiseste. Also so.
Das ist natürlich auch scheiße. Ich möchte natürlich auch mein Motorrad ein bisschen hören, ne? Hab auch jetzt, wo ich den Mercedes habe, weil eigentlich hatte ich ja irgendwie mal vor, eventuell dieses Jahr oder so, wenn ich zum Beispiel die verkaufe und dann meine Wilma verkaufe, davon eine Harley zu holen. Aber das macht keinen Sinn. Ich habe hier schon so viel reingesteckt, also auch an Eigenleistung und so weiter. Ich kenne hier fast jede Schraube. Und dann pflege ich das Ding lieber. Da weiß ich genau, was ich gemacht habe. Und ich bin ja hier auch noch lange nicht fertig. Man kann ja hier auch noch so viel machen. Und die fährt ja auch super. Die fährt 1A. Klar gibt es Kleinigkeiten. Die versuche ich auch noch irgendwie zu machen und anzugehen. Wie das mit dem Standgas und so. Das ist schon manchmal sehr nervig. Aber hier ist sehr, sehr viel Potenzial. Und das muss nicht immer eine Harley sein. Boah, guck mal, die ziehen auch gut durch, Leute. Oh, schön. Ehrlich. Richtig schön. Oh, ich hoffe, der nimmt doch alles gut auf hier. Wie gesagt, ich habe ja auch schon länger wieder keinen Motovlog aufgenommen. Der letzte Mal bin ich auf der Wilma gefahren, auf der Z. Ja, und da fahre ich jetzt wirklich bald zum TÜV, weil ich will sie auch fahren. Da habe ich auch wieder gemerkt, nee, ich will sie gar nicht abgeben. Das war auch immer das Motorrad, was ich haben wollte. Und solange ich das alles so halten kann, behalte ich das alles so und fertig ist. Aber wie gesagt, einer der nächsten Sachen hier bei Carry wird sein, diesen hässlichen, ist das auf der Seite? Diesen Deckel hier schwarz zu lackieren und man wird ein bisschen auffrischen hier alles, ein bisschen drüber wienern. Mache ich natürlich ein Video, Leute, ganz klar, ihr kennt mich, die Garage braucht mal ein bisschen Liebe, wie oft sage ich das schon und wie lange vor allen Dingen, aber jetzt ist das Wetter wieder relativ warm, ich will da mal ein bisschen, weiß ich nicht, anders alles anordnen, so dass man trotz zwei Motorräder und einen Roller und zwei Fahrräder mal ein bisschen besser durchlaufen kann. Man muss mal überlegen, irgendwie kriegt man das doch sicherlich hin. Ich nehme mir wieder sehr viel vor. Ich hoffe, dass ich alles irgendwie hinkriege dieses Jahr. Weil wenn man in Schichtbetrieb arbeitet, boah, dann hast du quasi auch nur alle 3 Wochen dafür Zeit, sozusagen. Ist halt auch nicht immer so einfach. Dann will derjenige noch weiter ein bisschen noch in einem Motorradclub, dann hast du noch eine Frau zu Hause und dann hast du auch noch andere Interessen und Hobbys. Ist halt nicht immer leicht oder alles umsetzbar, wie ich es mir vornehme. Also seid mir da nicht böse, wenn ich auch schon mal was auslasse. Da ist ein Video, das werde ich nächste Woche nicht, aber danach die Woche mal zurechtschneiden. Das hatte ich auch schon längst aufgenommen. Und zwar, ich bewerte eure Bikes Teil 2. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es, warum auch immer, aber einfach nicht bearbeitet, weil andere Sachen mir gerade wichtiger waren. Es läuft aber nicht weg. Da könnt ihr auch wieder gespannt drauf sein, weil da waren geile Sachen bei, Sachen, die ich eigentlich mega feier. Ich verstehe auch selber nicht, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Warte, ich drehe hier, weil ich will hier nicht mehr lang fahren. Also wir gehen auch ab. Die geht auch richtig ab für so eine Shopper, aber da brauchst du nicht mehr. Bums ist hier genug. jetzt heute werde ich auch nur einen Motovlog aufnehmen, weil erstens, ja, ich muss auf den Pott. Lecker! Und war jetzt sowieso nur ganz kurz geplant, mal eben zu fahren. Obwohl, wir können mal eben auch durch Rheinberg einmal durchfahren. Wenn wir schon einmal dabei sind, fahren wir mal eben durch die Hut. Ich habe jetzt mal einen Termin im Kopf und zwar... Oder machen wir das, nein, warte mal, wir machen das am dritten Wochenende, am 3. Mai Wochenende. Leute, ich hau mal den dritten, also den Samstag, das dritte Wochenende im Mai, das Datum, das schreibe ich jetzt mal hier rein, damit ihr das seht. Ich hau das mal rein als Vorschlag, ich hoffe, dass ihr da könnt, für den Ride-Out. Und dann fahren wir mal auch den Niederrhein runter. Treffpunkt, genau der gleiche wie beim letzten Mal. Und dann suche ich uns eine schöne Niederrheinroute raus. Richtung holländische Grenze. Ach, da suche ich mir was aus. Das ist eigentlich meine alte Hausstrecke, sage ich mal. Weil ich hab ja früher
ja, 20 Jahre quasi in Strahlen gewohnt. Und dann werden wir auch da runter ein bisschen fahren. Und jo, ich freue mich, wenn wir da zusammen wieder fahren können. Und das ist jetzt ja ziemlich genau in einem Monat, wird es schon sein, einen Monat. Ich hoffe, dass euch das als Vorlaufzeit reicht, ein bisschen zu planen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video und ich hoffe, ihr kommt wieder zum nächsten Ride Out von mir. Ich freue mich sehr, euch wieder zu treffen und vielleicht auch einen neuen dabei zu treffen. Und ich sage euch auch, wenn da auch 125er dabei sind, wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne kommen. Wir fahren sowieso nur Landstraße und da werden wir auch drauf Rücksicht nehmen. Gar keine Frage. Kommt vorbei und dann werden wir zusammen wieder eine Runde fahren. Anschließend irgendwo wieder hinsetzen, rumstehen, was trinken, was essen oder so. Mal gucken, wo es uns hinschlägt. Ich werde mir mal wieder was ausdenken. Meine etwas größere Runde würde ich mal sagen, dass wir wirklich mal so, ja, anderthalb Stunden fahren oder so. Also anderthalb Stunden reine Fahrzeit. Ich gucke da mal. Und ich halte euch hier auf Laufenden und auch auf Instagram, Leute. Schaut da vorbei. Und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Scorpedo sagt danke, auf jeden Fall. Wir sehen uns, Leute. Haut rein!